Guten Tag. Die 10 Jahre EPR-Boxen sind jetzt heute alle rausgegangen. Das heißt, wer Glück hat oder Pech hat, kriegt die am Samstag schon. Ansonsten müssten die alle pünktlich, punktgenau 10 Jahre nach der Veröffentlichung von Emo Punk Rap 1 bei euch im Briefkasten liegen. Und zwar am 21.12., das ist der Montag. Die Verfolgungscodes müssten schon am Dienstag rausgegangen sein. Da hat sich jetzt aber die ganze Woche nichts getan, weil ich die Etiketten alle ausgedruckt habe und erst im Lauf der Woche dann die ganze Scheiße gemacht habe. Das werde ich euch gleich noch alles zeigen. Aber auf jeden Fall kam deswegen schon die Ankündigung, also diese Verfolgungsankündigung oder sowas. Und da hat sich nicht viel getan. Es sollte aber jetzt mittlerweile alles unterwegs sein, gescannt sein, sollte auch eigentlich schon ein Verlauf irgendwo sein, wo man nachvollziehen kann, wo die ganze Scheiße jetzt mittlerweile ist. Wer denn seine Box schon gekriegt hat und da gerne ein Bild von posten will auf irgendwelchen sozialen Medien, möge bitte den Hashtag 10 Jahre EPR benutzen, wobei die 10 eine 1 und 0 ist. Das wäre cool, damit ich das sehen kann und damit natürlich die Twitter-Trends damit erobert werden, ist klar. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, von was für Boxen redet der Mann, von derartigen Leuten ist auf Insta, als ich jetzt vorgestern die Boxen gepostet habe, auch wieder so viele gehabt, dass ich wütend geworden bin, möchte ich euch bitte einmal darum bitten, wenn ihr Sachen mitbekommen wollt, die ich mache, solltet ihr mir auf YouTube, also hier jetzt folgen, am besten mit Glocke und bla bla, auf Instagram unter dem Namen Private Paul Official, auf Facebook Emo Punk Rap. Und es gibt sogar auf der Homepage auf emopunkrap.de gibt es einen Newsletter. Da schreibe ich sehr selten, aber wenn große Sachen sind, schreibe ich. Wahrscheinlich habe ich bei den Boxen nichts geschrieben, aber wenn legendäre Sachen sind, schreibe ich da auch mal einen Newsletter. Aber man sollte halt überall mal auch reingucken. So. Also ich will jetzt nicht von mir ganz die Schuld abwaschen, dass ich vielleicht da auch was falsch gemacht habe. Ich hätte vielleicht ein bisschen das besser kommunizieren können, aber ist ja egal. Haben auf jeden Fall genug Leute mitbekommen. Vielleicht in Zukunft kriegen sie noch mehr mit. Wie gesagt, überall mal folgen, dann kriegt ihr das mit. Ja. Im Folgenden will ich mal kurz rekapitulieren, was diese Woche so passiert ist in Bezug auf die Boxen. Und zwar hat es sich folgendermaßen abgespielt. Die Boxen waren ja das ganze Jahr über schon Ewigkeiten bestellt. Also was heißt Ewigkeiten, seit 12 Monaten oder so, aber die sind jetzt Mittwoch hier angekommen auf einer Palette. Zuerst mal war das ein Gottesgeschenk, dass es nicht geregnet hat, weil sonst wären alle Boxen von vorne bis hinten komplett am Arsch gewesen. Da habe ich auf jeden Fall schon mal eine Lektion in Demut vor dem Herrn gelernt, dass es zufällig, also Montag, Dienstag hat es geregnet wie Sau, Mittwoch war es okay. Genau, wie angekündigt, am Mittwoch sollten die kommen und zwar zwischen 8 und 14 Uhr. Da habe ich erstmal gefragt, ist das euer Ernst? Habt ihr nicht vielleicht irgendwie eine genauere Angabe, wo man vielleicht mal, also so vielleicht auf 1-2 Stunden genauer? Nee. Ist nicht. Zwischen 8 und 14 Uhr kommen die. Okay, ich habe natürlich... Discord! Discord gibt's auch noch. Den Link packe ich hier in die Beschreibung. Da kriegt man nämlich am besten auch was mit, weil da gibt's so ein... Also da bin ich halt. Und da rede ich auch über solche Sachen. Das heißt, wer am meisten mitkriegen will, kommt auf Discord. Es heißt EPR Discord oder so. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Jedenfalls habe ich da die Kollegen aus der Umgebung mal zusammengetrommelt, damit die mir beim Abladen helfen und zusammenbauen. Denn es waren und sind 100 Boxen, die natürlich ich allein nicht stemmen kann. Wer schon mal Boxen zusammengebaut hat, weiß das. So, jedenfalls sind die natürlich morgens losgefahren und natürlich nicht um 8 Uhr morgens da gewesen.
Dann habe ich die Hoffnung gehabt, dass auch die Boxen nicht um 8 Uhr schon da sind. Natürlich waren die Boxen um so ungefähr 8:30 dann da. Und er hat die Palette einfach so vors Haus gestellt und ist abgehauen. Also der Liefermann. Dann habe ich natürlich angefangen, das allein auszupacken. Also abzuladen von der Palette. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja, nach und nach sind dann natürlich, also als ich ungefähr halb bis kurz vor fertig war, sind dann die Kollegen auch eingetröpfelt. Und ich war komplett am Arsch. Schon mal erstmal, musste erstmal eine halbe Stunde chillen. Und dann ging es aber los. Dann haben wir zusammen, gemeinsam, den Zusammenbauprozess gestartet. Und der hat sich folgendermaßen abgespielt. Ja, Fazit bisher? Bisher gut. Es geht erst los. Hier sind ungefähr 100 Boxen. hier ist noch mehr davon. Hier sind 100 Deckel. Die ganze Scheiße wird jetzt zusammengebaut. Hier sind 100 T-Shirts. Als erstes mal. Die Box besteht ja aus mehreren Teilen. Da haben wir einmal das Unterteil, will ich es mal nennen, der Behälter an sich. Also als allererstes musste man die ganze Scheiße auseinander machen, weil da die Boxen kommen ja zusammengebaut sozusagen. Viele von den Deckeln waren da so steinhart drauf, dass es eine Qual war, die abzukriegen. Aber ich hab's Kraft meiner Muskeln geschafft, die alle auseinanderzureißen. Jedenfalls dann, das Unterteil kommt als erstes auf den Tisch. Darin, dann musste man Shirt und Sticker plus, also drei verschiedene Sticker plus einen exklusiven Uralt-Sticker, die hier irgendwo in den Untiefen meines Büros wieder aufgetaucht sind. Die ich schon seit 5 Jahren oder so niemandem mehr mit reingetan habe, die es auch gar nicht mehr gibt, aber die habe ich jetzt hier mit in die Boxen gelegt. Danach, der nächste Arbeitsschritt, wir waren zu dritt, wir haben uns das aufgeteilt. Nächster Arbeitsschritt war das Mittelteil hier, dieses mit, wo die CDs reinkommen, was erstmal nur ein Stück Holz war. Ich habe mir dann gedacht, dass man für die Instrumental-CDs, die nur CDs sind und auf Spindeln, also nicht mal auf Spindeln, sondern einfach nur so in Folie eingewickelt gekommen sind, habe ich mir hier solche Klemmsterne gekauft und den brachialsten Ultra-Super-Industriekleber, den man sich vorstellen kann, damit die Scheiße da nicht, also damit das ordentlich da klebt. Dieser Kleber hat natürlich uns komplett die Hirne verbrannt und wir haben Kopfschmerzen gekriegt und Blut gekotzt, einer ist ohnmächtig geworden. Kopfschmerzen haben wir auf jeden Fall gekriegt, das stimmt, das war die Wahrheit. Alles andere, also nicht alles andere, aber jetzt von den Auswirkungen, war natürlich ein Joke. Das war scheinbar ziemlich krass. Ich habe noch nie vorher von Klebstoff irgendeine Wirkung gespürt, aber der hat mich richtig, richtig gut weggeballert. So, jedenfalls haben wir dann diese Dinger hier reingeklebt. Dann natürlich muss man warten, bis die ganze Scheiße trocken ist. Danach ging es weiter damit, die CDs da auf diese Dinger drauf zu packen und danach im Anschluss die Alben obendrauf noch. Okay, hierzu noch ganz kurz eine Info, falls sich jemand fragt. Diese Covers habe ich mir nicht zugetraut, alle noch, also die ganzen CDs aus der Folie rauszuschneiden und die Covers umzudrehen. Das hätte wahrscheinlich noch 1 bis 2 Tage extra gedauert. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und dreht euch die Covers, wenn ihr wollt, selber um. Ich weiß, es wäre schöner gewesen, aber ich hätte das einfach logistisch nicht mehr geschafft. Tut mir leid. Dann diesen ganzen Scheiß in die Box. Deckel oben drauf. Dann natürlich muss für jede Box ein Karton zusammengeklebt werden. Die habe ich auch noch möglichst passend besorgt, beziehungsweise andersrum, die Box habe ich möglichst passend an diese Kartons angepasst. Unten einmal zusammenkleben, dann Box rein, liebevoll auspolstern, Box oben zumachen, Adresse drauf, fertig.
das Ganze 100 Mal, beziehungsweise nicht ganz 100 Mal, ich glaube so Anfang 90 Mal irgendwo, weil ich nicht alle reingestellt habe. Ja, das waren aber allerdings natürlich nur die Boxen, die nichts anderes als eine reine Box bestellt haben. Da gab es dann natürlich noch Leute, die wahnwitzige Autogrammwünsche, bestimmte Nummern, extra CDs, extra Shirts, mehrere Boxen und so weiter wollten. Und natürlich Zoll, diese Zollpapier-Scheiße für die Schweiz. Was eine unvorstellbare Riesenscheiße. Am ersten Tag haben wir dann zu dritt ungefähr so gefühlt zwei Drittel von der Arbeit geschafft. Wie geht's voran? Wie geht's voran, Jungs? Der reine Fleiß. Hier bei EPR wird geklopft und nicht gekleckert, damit auch Sie Ihre Box pünktlich unter Weihnachtsbaum haben. Diese Box! Ja, am zweiten Tag habe ich unter Schmerzen dann allein weitergemacht. So, der nächste Tag. Das hier ist fertig. Die sind noch zu tun. Die sind schon eingepackt, aber auch noch nicht zugeklebt. Ihr glaubt nicht, was das immer für ein Riesenstress und für eine Riesenarbeit ist, diese Kacke mit Boxen zu machen. Ich fühle mich, als hätte ich im Bergwerk geschuftet gestern. Und trotzdem nichts dabei rumgekommen. Jetzt habe ich halt den ganzen Tag gepennt, wie ein Stein. Aber jetzt geht's los. Ich konnte mich kaum bewegen, aber habe mir dann heldenhaft die Sklavenarbeit abgenötigt und den ganzen Scheiß fertig gemacht. Da habe ich auch auf Insta live dokumentiert. 17 Uhr, die Boxen sind fertig. So, dann bin ich Donnerstagabend leidgeplagt ins Bett gefallen. Freitagmorgen, DHL-Abholung. Ich habe am Telefon mit einem sehr, sehr schläfrigen Level 1-Mitarbeiter am Mittwoch eine Abholung vereinbart von DHL. Und zwar zwischen 12 und 18 Uhr, auch wieder sehr genau. Der konnte mir das auch nicht genauer sagen. Also habe ich vor 12 musste ich die ganze Scheiße dann in den Hausflur stellen. Und hoffen, dass er nicht um 18 Uhr kommt und dass in der Zwischenzeit nicht jemand da vorbeiläuft und denkt, er nimmt sich mal eine mit oder irgendwie ein Rohr bricht und alles kaputt geht oder sonst was. Allerdings muss ich sagen, Punkt 12 Uhr war der Mann da. Also es war ein Mann da, der war sehr zwielichtig. Ich war nicht überzeugt davon, dass es ein DHL-Mitarbeiter war. Er hat auch eher so ein weißen Van ohne Aufschrift gehabt und abgesehen von der Postweste hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er von DHL ist, aber er war pünktlich da zur vereinbarten Zeit, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er dass das schon seine Richtigkeit gehabt hat. Falls bei niemandem jetzt eine Box ankommt, wisst ihr Bescheid, woran es liegt. Jedenfalls 10 Minuten später war das auch relativ easy gut eingeräumt, da muss man sagen, das ging schnell. Was vielleicht auch dran mitgelegen hat, dass er nicht die allergrößte Vorsicht hat walten lassen beim Einräumen. Also er hat da schon die ein oder andere Kiste mit mangelnder Sorgfalt da reingepfeffert, kann man sagen. Dazu will ich dann noch sagen, ich habe, wie gesagt, ein paar Überproduktionen hier noch stehen. Wenn bei jemandem was kaputt ist, bitte sofort melden. Von mir aus auch später, aber auf jeden Fall melden. Über E-Mail, shop@emopunkrap.de, dann kann man das alles regeln. Ich habe noch Boxen da, es ist alles versichert. Es sollte kein Problem sein, dass jeder, wenn irgendwo was kaputt ist, dass man das austauscht oder nicht repariert, aber halt, dass ich dann einfach nochmal was Neues rausschicken kann. Es gab auch außerdem eine Box, wo hinten die Tracklist, wo irgendwie so ein Fräsfehler war. Wer die findet, darf
sich freuen, dass er ein seltenes Einzelstück hat, oder kann sich melden, dann tausche ich die auch aus. Wir wollten die eigentlich raussortieren, aber im Wahn haben wir sie dann natürlich leider wieder mit eingepackt. Also ist mir dann erst später aufgefallen, dass die weg ist, weil da war noch eine auf dem Sofa. Ich dachte, das wäre die gewesen, leider war es eine andere. Jedenfalls, jetzt müsste alles unterwegs sein, spätestens Montag ankommen, es sei denn, die Post schläft über Weihnachten oder so. Das kann man nicht sagen, aber man wird sehen. Ich bedanke mich bei allen von ganzem Herzen, die eine Box gekauft haben, die mich unterstützen, bei allen, die beim Einpacken geholfen haben und bei allen, die mir Nudes an groupies@emopunkrap.de schicken. Morgen mache ich ein Video, wo ich euch erkläre, wie eine Bestellung im Internet mit der Zahlungsmethode Vorkasse funktioniert. Vielen Dank und bis dann, macht's gut, hab euch lieb. Tschüssi, tschüssi, euer Pauli.